Hey, ich bin's, eure Jenny, mit einem weiteren Teil zu der in einer Woche abnehmen Diät, nämlich mit Knoblauch. Diät kann man es nicht wirklich nennen, es ist ein Detox. Ihr kennt es, ihr wisst es. Und für all diejenigen, die neu zugeschaltet sind, ich bin Jenny. Und ich erzähle euch gerne, wie ihr glücklicher wird, schlanker werdet und auch etwas dazu beitragen könnt, um euch besser zu fühlen. In diesem Sinne, auf geht's! Ich habe eine richtig interessante Feststellung gemacht diese Woche. Und zwar habe ich gemerkt, dass dieser Drink eine richtig gute Sache ist. Wie jede Woche. Also, es ist weiterhin cool und es ist weiterhin gut und der Bauch bleibt flach. Sport ist wichtig, Sport bleibt wichtig. Der Frühling kommt, es wird wärmer. Denkt bitte daran, dass ihr noch einige Monate habt, um etwas zu verändern. Weil bitte lasst es nicht drauf ankommen. Ihr wisst ja, wie das ist. Auf einmal ist der Sommer da, die Sonnenstrahlen sind da. Man möchte was Kurzes und was Schönes anziehen und denkt sich so, die Pfunde, die müssen nicht sein. Das könnt ihr jetzt in diesem Moment zu heute vermeiden, indem ihr das vielleicht macht. Ich habe richtig tolle Nachrichten für euch. Da das ja jetzt langsam zu Ende geht, also es ist jetzt noch ein paar Wochen, dass wir über diese Knoblauchsache sprechen und wo ihr eure Meinung unten unter dem Video mit mir teilen könnt, lasst ihr mich komplett inspirieren von euch und von dem, was ihr sagt und von dem, was ihr fragt. Und gestalte meine Videos natürlich von Woche zu Woche anhand dieser Aussagen und anhand dieser Fragen. Ich habe vor etwa einer Woche eine ganz liebe Nachricht über Snapchat bekommen. Im Übrigen müsst ihr mir auf Snapchat folgen, weil wenn ihr mir nicht folgt, dann kriegt ihr diese wichtigen, fundamentalen Sachen nicht mit. Genauso auf Instagram. Also Snapchat und Instagram gehört zusammen. Darum bitte, bitte, bitte folgen. Instagram, I am Jenny from the Blog. Und Snapchat ist Smart Hair Art. Warum heiße ich auf Snapchat noch so? Ja, weil ich damals mit meiner Haarsache Snapchat machen wollte, aber sich das jetzt umgewandelt hat zu I'm Jenny from the Block und ich natürlich immer noch Haare mache, aber der Name den Namen nicht ändern konnte und deswegen ist es immer noch Smart Hair Art. Somit bitte, bitte folgen, bitte einmal hier raufgehen und damit supportet ihr mich natürlich. Indem ich euer Following habe, habe ich auch automatisch euer Vertrauen. Und indem ihr mir auf diesen sozialen Netzwerken folgt, kriegt ihr auch immer up to date mit, was passiert. Und interessanterweise ist vor einer Woche was passiert. Eine Zuschauerin hat mir eine Liste geschickt von Detox-Getränken und deren Mixtur und so Detox-Cocktails sozusagen. Und das fand ich mega interessant. Ich habe das auch gepostet auf Snapchat und habe gesagt, so, ey, guck mal, wie cool das ist. Da hat jemand richtig mitgedacht und mich komplett inspiriert. Und ich glaube, ich hatte 6000 Snapchats, also Fotokopien, Fotos von diesem Posting. Und das hat mich dazu inspiriert, nachdem wir 10 Wochen jetzt über die Knoblauchsache gesprochen haben, eine neue Sache zu starten. Nämlich eine kleine Reihe, wo ich euch einmal die Woche immer einen neuen Detox-Drink vorstelle, den ihr euch zu Gemüte führen könnt. Und für jeden wird was dabei sein. Weil alleine die Liste von dieser Zuschauerin war so, ich glaube, das waren 10 Drinks. Und ich habe mal geguckt, es gibt so viele Sachen. Aber ihr wisst ja, ich stelle nichts vor, was ich selber auch nicht fühle. Und ich muss es fühlen. Und wenn ich es nicht fühle, stelle ich es nicht vor. Das heißt, ich muss die nächsten Wochen auch primär dafür sorgen, dass ich die Dinge kreiere. Ich werde euch dann auch immer sagen, dafür habe ich 5 Minuten gebraucht, dafür habe ich 10 Minuten gebraucht, sodass ihr es euch in euer Leben einbauen könnt. Und ich sage euch eins. Die Knoblauchsache ist heftig, die macht einen flachen Bauch. Aber das ist natürlich eine Sache, die dann für jedermann gilt. Auch für die Leute, die keine Lust auf Knoblauch haben oder sich sagen, ich möchte manchmal eine Woche Knoblauch machen und die nächste Woche was anderes. Also für alle von euch werde ich was dabei haben und werde euch einmal die Woche nach der Knoblauchserie, die jetzt bald auch ausläuft, okay, vorstellen, wie der Detox-Drink bei mir gefruchtet hat in der Woche. Weil, wenn ich mit Knoblauch aufhöre, weiter Sport mache, klar, werde ich schlank bleiben, aber ich möchte euer Kästkaninchen sein. Kästkaninchen? Jenny, dein Ernst? Kästkaninchen? Ich möchte natürlich euer Testkaninchen sein und diese ganzen Sachen ausprobieren. Einfach nur, damit jemand mal was Menschliches ausprobiert hat. Weil ich selber, wenn ich zum Beispiel Dinge ausprobieren will, freue mich immer, wenn jemand anderes es bereits im Vorwege getan hat. Und dafür bin ich da. Ich bin euer Testkaninchen und werde für euch ausprobieren, wie die Drinks schmecken, wie sie in der Zubereitung sind, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, ob man es machen kann, ob man es nicht machen kann. Einmal die Woche kriegt ihr einen Drink. Safe. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gut geht, ihr weiterhin super viel Spaß habt mit dem Knobli, Knobli, Knobli.
Ich danke euch auch zahlreich für die ganzen Knoblauch-Schweiß-Ideen, um den Schweiß A nicht so ausbrechen zu lassen und B nicht so eskalieren zu lassen. Insofern danke ich euch dafür auch. Das ist mega. Ihr seid einfach mega. Ihr kreiert das Programm, gestaltet das Programm mit. Es werden Fitnessübungen kommen. Die nächsten Tage, ich glaube übermorgen oder vielleicht sogar morgen, kommt ein Lookbook, nämlich zu meinen Women's Best Fitness Outfits und auch so ein bisschen Primark, was ich so gekauft habe im angezogenen Zustand. Ich selber liebe Lookbooks, weil in Lookbooks kann man auch genau sehen, wie Sache angezogen aussieht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß weiterhin. Wenn ihr die Rezeptur euch nochmal genauer angucken wollt, klickt auf das hervorgegangene Video und das findet ihr in der Infobox. Folgt mir, wie gesagt, auf allen sozialen Netzwerken. Und das allererste Video in dieser Reihe ist eine richtig gute Beschreibung, um mit der Sache zu starten. Wenn du jetzt neu zugeschaltet hast und neu in meine Welt gekommen bist, kannst du die Gelegenheit am Schopf ergreifen, um mitzumachen und uns deine Erfahrungswerte mitzuteilen. Wenn du die Antwort auf einige Fragen hast, bitte antworte jedem, der zuschaut und der schreibt. Insofern wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Die Sonne kommt langsam raus. Die Tage werden länger und die Nächte kürzer. Das ist natürlich für mich und mein Drehen und meinem ganzen YouTube-Leben auch super, weil, Leute, ihr wisst nicht, wie schlimm das ist. Zwischen November und Februar, beziehungsweise Januar, hat man einfach kein Tageslicht. Und es ist voll schwer, die Zeit so einzuplanen, als dass man innerhalb von 2 Stunden sein Video abgedreht hat. Und nee, jetzt kann ich jedenfalls auf jeden Fall mehr drehen. Ich werde mehr Haare machen. Wenn ihr für Haare Interesse habt, dann findet ihr alle Infos auf der Infobox. Wir müssen jetzt gar nicht weiter ramblen und gar nicht weiter faseln, sondern zur Tat heranschreiten. Und wenn man zur Tat heranschreitet, dann kann man auch mit einem positiven Ergebnis leben. Geht immer happy durch die Sache, quält euch nicht durch. Wie gesagt, für diejenigen, die sich komplett durchquälen, für die habe ich eine Lösung. Das Ding ist, was man wirklich schon sagen muss, ist, dass die Knoblauchsache richtig gut funktioniert. Und das ist halt der mega Vorteil. Darum, wenn ihr das ab und zu hinbekommt, die Sache zu machen oder aber auch täglich, bleibt dabei, weil ihr habt echt voll viele Gesundheitsbenefits und auch genauso körperbedingte Benefits, wo ihr einfach mega Körper bekommt, weil ihr einfach nur einmal am Morgen einen gesunden Becher mit Knoblauchtee oder einem Knoblauchdrink getrunken habt. Und das ist mega viel wert. Von daher, ich habe zum Beispiel keine Zeit. Ich kann meistens nur 1 bis 2 Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. 3 Mal die Woche schaffe ich in der Regel nicht. Möchte ich aber gerne versuchen dieses Jahr. Und da ist sowas natürlich perfekt, weil der Bauch mich am allermeisten aufregt und ich den dadurch wegbekomme. Und das ist für mich so, okay. Cool, dass es funktioniert. Naja, ich liebe euch vom Herzen. Ihr seid schön, wie ihr seid. Und alles wird besser werden. Danke, bitte, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bye, bye.